Und ich habe auch einen Fluchtversuch gemacht, der ist leider missglückt. Und zwar wurden von uns Motoren ausgebaut aus den Kränen, die großen Kräne, die die Amis hatten, und wurden zur Reparatur nach München geschickt, in eine Reparaturwerkstatt, eine amerikanische, beziehungsweise die auch von Deutschen betrieben wurde, aber nach München ging das alles. Und wir hatten dann großen V8-Motor, ein Riesending. Die Kiste war über 2 Meter lang, wo der rein musste. Und da konnte man mit 3 Mann drin sitzen in der Kiste. Was ging denn in Ihnen vor? Sie wurden dann zugenagelt in der Kiste. Ja. Es war dunkel, Es war oder? dunkel, wir haben geschwitzt, wer weiß wie sehr. Es war ein heißer Tag. Es waren vielleicht draußen 35 Grad Wärme. Und wir saßen in der Kiste, wir haben geschwitzt, wir liefen. So habe ich gesessen. Mir tropfte das Wasser ununterbrochen von den Fingern runter. Und da wurde uns schon sehr schwummrig drin durch die Hitze in der Kiste. Und als sie uns dann, wie gesagt, das hatte ich schon erwähnt, am Kran hängend ein Stück durch den Motorpool fahren haben, wurden wir seekrank in der Kiste durch das Schwingen, durch das Schaukeln. Also die Angst war da. Wir hatten eine ungeheure Angst, dass es schief gehen würde. Nicht wie in der Entdeckung selber, aber dass es schief ginge. Wir wussten ja nicht, was uns alles erwartete. Und da hat man natürlich, wenn man so ein Unternehmen startet, auch Angst dabei. Angst im ganz normalen Sinn. Nicht vor irgendwelchen Repressalien oder nicht vor irgendwelchen Ereignissen, die dann noch kommen könnten. Einfach Angst, dass man auffällt dabei. Wir haben den Kranmotor erst am Tage eingeladen und in der Spätschicht haben wir ihn wieder ausgeladen aus der Kiste. Deckel aufgemacht, Motor ausgeladen, in die Ecke gestellt, eine große amerikanische Zeltplane vom LKW rübergeschmissen. Da lag der da unschuldig irgendwo in der Ecke im Gelände. Und da haben wir uns mit 3 Mann reingesetzt. Das war einer aus Hamburg, einer aus Sachsen und ich. Und wurden dann von den deutschen Kameraden, die die Kiste wieder eingeladen haben, die die Kiste auf den LKW stellen mussten, auf den LKW gestellt. Und da war der amerikanische Fahrer dabei. Dann ging das nicht mehr, passte nicht mehr ganz zusammen auf den LKW irgendwie rauf. Da waren noch ein paar andere Kisten und die standen im Wege. Und da hat der Ami die großen Eisenklauen angesetzt an die Kiste, der Kran zog an und dann rutschte eine Klaue ab und riss das obere Deckbrett kaputt. Da war eine Spalte drin, auf der einen Seite auf den 2 Metern von 5 Zentimetern oder 3 Zentimetern und dann hinten das breite Brett in der 20 Zentimeter Breite flog ab. Und dann sagte der Ami, als der reinguckte, der guckte so einfach so rein in die Kiste. Und dann sah er mich da unten drinnen sitzen. Ich saß genau unter dem breiten Ende. Und da guckte er so, ich sah seine großen Augen noch so, dem fiel die Kinnlade runter. God damn it, what you make in the fucking box? Sagt er zu mir. We want to go home. Und dann hat er mit der Trillerpfeife getrillert. Und es war innerhalb von 30 Sekunden alles voller MPs. Und dann haben sie uns mit Maschinenpistolen bewacht, direkt da an die Kiste rangehalten, haben sie gedacht, wir haben da eine Tonne Sprengstoff drin oder so. Und dann haben sie uns ausgeladen, mit uns an der Kiste hängend, am Kran hängend, in der Kiste sitzend, 50 Meter durchs Depot gefahren und haben uns auf einen ganz freien Platz gestellt. Und da musste ich brechen da drin, da wurde ich seekrank. Hab die ganze Kotze wieder runtergeschluckt, 3 Mal und dann blieb sie drin. Und dann wurden wir da ausgeladen, dann wurden wir nackend hingestellt, den ganzen Tag nackend an der Wand gestellt. Und dann haben sie uns hier gefilzt von bis zum geht nicht mehr und ganz neue Klamotten ausgegeben an uns, neue Unterwäsche, neue Anzüge. Und dann wurden wir eingebuchtet. Das waren auch so 10 Tage oder 14 Tage, ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren. Und dann
kamen wir nachher wieder in die normalen Gefangenenverhältnisse rein. Und dann wurde nach 14 Tagen ein Transport für Berlin zusammengestellt. Da haben wir drei uns wieder für gemeldet. Das war bei den Amis war das nicht so genau registriert. Ach, die sind schon mal abgehauen, das machen wir nicht. Die gehen sonst wieder stiften. Ne? Die haben uns dann wieder eingeteilt für den Transport nach Berlin. Das waren übrigens mehr Kameraden noch. Und als wir in Berlin ankamen, wurde die Supervision Kompanie, zu der wir hinkamen, aufgelöst. Und dann konnte man nach Hause gehen. Dann habe ich mich in der S-Bahn gesetzt, kriegte meine Erlassungspapiere von den Amis. Ich habe mich in der S-Bahn gesetzt und bin nach Bernau gefahren. Und kam da erst in Berlin an, wo meine Braut wohnte. Unverhoffterweise, ich war damals verlobt. Und dann habe ich mich da ein paar Stunden ausgeruht und ausgeschlafen. Dann bin ich nach Hause zu meinem Vater gefahren, nach Bernau.